Danke an Notch an der Stelle, dass ich hier so viel Geld habe, dass ich mir eine Rolex leisten kann. So, ich würde sagen, wir fangen direkt an, Alter. Wir haben einiges zu klären von gestern, Mann. Wir haben einiges zu klären, Digga. Gestern ist es komplett eskaliert. Kunga hat irgendwie richtig Beef angefangen mit uns, Alter. Will mir jetzt heute hier ein Friedensangebot machen. Checken wir mal ganz kurz, Alter, was der Boy von mir will. Ich würde sagen, wir jumpen direkt rein ins Geschehen, meine Freunde. Gar kein Rumgelaber hier. Also es ist ja gestern, wie gesagt, ein bisschen drunter und drüber gegangen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Kunga hat gestern Joecraft getötet mit Rotpilz zusammen. Okay, Leute, let's go, würde ich sagen, Alter. Mein Haus. Ja, safe. Mein Haus mal wieder. Wir checken trotzdem, was hier abgeht, Alter. Nee, Haus ist immer noch genauso broken wie vorher. Hat sich nicht viel geändert, Alter. Basti hatte mir noch erzählt, dass er gestern wohl bei den lieben Rotpilz hier was gesprengt hatte. Das ist aber wohl wieder repariert worden. Ich glaube, er hatte hier irgendwie gesprengt, sodass hier Villager gestorben sind oder sowas. Keine Ahnung, was hier passiert ist, Alter. Vielleicht könnt ihr mich nochmal ganz kurz aufklären, was hier gestern passiert ist. Habe ich natürlich mitbekommen. Aber, yes, sir. Wir werden heute auf jeden Fall schauen, dass wir uns auf jeden Fall hier rächen, Alter. Mag jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen dumm klingen. Rotpilz hat ja nicht so viel gemacht gestern, denkt man tatsächlich. Das Gute ist, Rotpilz streamt nicht. So, folgende Idee habe ich jetzt. Rotpilz hat hier oben ja diese Tür, die hier. So, und ich habe folgende Idee. Ich würde gerne hier eine Falle ranbauen. Das heißt, wenn Rotpilz diese Tür hier benutzt, fliegt hier was in die Luft. Finde ich persönlich eigentlich fair, weil ich der Meinung bin, dass das auf jeden Fall ein ganz guter Racheakt für das ist, was wir gestern getan haben, beziehungsweise für das, was die uns gestern angetan haben, nämlich einfach Joecraft zu töten. Da würde ich mich gleich dran setzen, meine Freunde. Wir bauen auf jeden Fall eine nice TNT-Falle bei dem, Alter, dass wenn er das Ding drückt, was passiert wegen Titel. Wir werden heute eskalieren, Mann. Wir werden heute eskalieren, Alter. Ich sag's euch. Ich werde heute mir nichts gefallen lassen und perfekt. Lass mir jetzt gefallen, fangen an zu brennen, oder was? Da sieht man mal, wie wichtig es ist, eine vollständige Rüstung zu haben. Richtig. Wir bauen später die Leckmaschine auf jeden Fall weiter und bauen hier die TNT-Falle hin, Alter. Ich werde die Römer nicht wegsprengen. Ich werde mich erstmal auf Rotpilz fokussieren. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich glaube auch Rotpilz ist derjenige, der gestern Joe tatsächlich geklatscht hat. Deshalb sollte auch Rotpilz erstmal derjenige sein, der... Mir wurde der Stream nicht angezeigt. Okay, das ist ehrenlos, Alter. Also auf jeden Fall bauen wir heute die Falle. Das ist ganz klar, Mann. Das machen wir. Meinst du nicht, White ist auf dem Event-Server aus? Mache ich heute, habe ich gesagt. Okay, wir bauen auf jeden Fall erstmal die... Alter, guck mal, er geht ja Full End auf Camouflage, Junge. Der Hässliche. Wir gucken jetzt erstmal, was mit der Leckmaschine ist. Wir checken jetzt erstmal, ob die Leckmaschine überhaupt noch steht oder ob sie die schon wieder abgebaut haben. Okay, steht noch alles. Ich brauche Kevin auf jeden Fall auf meiner Seite, Alter. Geil, Kevin ist da. Jetzt wird rasiert, Mann. Jetzt wird auf ehrenlose Weise rasiert, Alter. Also wirklich auf absolut ehrenlose Art und Weise. Gut, Leckmaschinen steht soweit noch. Wir bauen die auf jeden Fall heute aus. Wir bauen die auf jeden Fall weiter, das ist ganz klar. Wir werden weiter hier unten Light-Lags und sowas produzieren. Und mal gucken, dass wir damit später seinen PC zum Crashen bringen, Alter. Hey Kevin, Mann, wir hatten gestern den Überbeef hier am Server, ne? Junge, ich habe gestern meinen Open-End-Stream gemacht, ne? Hab mich alles, alle haben sich alle haben dich von der Palme gewedelt und dann geht's mir auch direkt wieder besser. Sehr stark, sehr schön. Ich habe auch dabei an dich wieder gedacht, mein Schatz. Alter, es macht mich so geil, wenn du mir das erzählst, Kevin. Mir kommen direkt die Lusttropfen in den Mund von dir. Stop it! Pass auf. Das Ding ist, Kevin, wir haben momentan Krieg. Wieso ich habe mit niemandem Krieg, Revi, Alter. Warum bin ich jetzt im Krieg plötzlich? Kevin, wir sind ein Team. Das weißt du. Wir sind ein Team. Wir haben diese Allianz. Junge, warum ist meine Treppe komplett kaputt? Das war Rotpilz. Die hat er gesprengt. Ernsthaft jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das gestern passiert ist. Die ganze Treppe ist zerfetzt. Heute Morgen ging sie noch. War das Rotpilz, Leute? Ja, ich glaub, es kann doch nicht wahr sein. Also Kevin, das Ding ist, es ist gestern halt echt ein bisschen eskaliert so. Wir haben gestern angefangen, eine Leckmaschine zu bauen bei Patrit, weil wir, Chat schreibt einfach, es war Rotpilz. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ich habe einfach nur mal gesagt, es war Rotpilz. Chat meinte aber wirklich, es wäre Rotpilz. Ja, weil die einfach Beef wollen, Alter. Nee, Digga. Das Ding ist... Die sind so richtig so, ja, töten, Junge, töten. Das Ding ist, Kevin, Rotpilz hat auch gestern einfach Joecraft umgebracht, ne? Fucking ja, okay. Joecraft, Alter. Dein Mitbewohner. Einen, der zum Widerstand gehört, Kevin. Just saying, so. Joecraft braucht nicht meine Hilfe, Alter. Er wird Rotpilz mit seiner Intelligenz auseinandernehmen. Dachte ich auch, aber Joe hat sich gestern nicht gewehrt und hat komplett kassiert, Alter. Kill Rotpilz, Rotpilz war's. Ja, es war Rotpilz, hab einen Clip. Ey, nicht Timeout, Nesi, weiter. Wenn jemand schreibt, er hat einen Clip, soll er den schicken als Beweis. Ja, nein, es war Rotpilz. Okay, gut, Leute. Reicht mir. Wir wollen einen Clip. Einen Clip wollen wir haben als Beweis. Kevin, pass auf. Wenn das Rotpilz war mit der Treppe, dann ist Krieg. Dann mach ich bei ihm auch was. Nein. Wir haben allein deshalb Krieg, Kevin, weil wir einen... Oh, lol. Oh, scheiße, das war saudumm. Naja, gut. Scheiße, jetzt muss ich da hoch und den direkt töten. Das Ding ist, Kevin, wir haben halt deshalb allein schon Krieg, weil wir ein Team sind.
Boah, stark gespielt. Weil wir eine Allianz sind, Kevin, weil wir. Aber nur gegen Rüppels haben wir Krieg, ne? Gegen die ganzen Römer, Bro. Wir haben ein richtiges Problem. Hä, nein, gegen Kunga und so kann ich nicht kämpfen. Es ist so, die haben uns gestern angegriffen. Alter, ich bin mit den übelsten Frieden, ich Alter. Weiß, die same, nutzen same, meine same. Farm und ich nutze die wollten, den hier. Wir wollten ein Friedensangebot machen, aber ich schwöre dir, die haben uns gestern mies auseinandergenommen, Alter. Kevin, du musst dich entscheiden, auf welcher Seite stehst du? Tod oder Leben, was kommt nach dem Knast, ist die Frage. Guck mal, das Ding ist, wir haben gestern so aus Joe. Okay, ich entscheide mich für die wilde Jagd. Der rote Baron mal wieder ist zurück, sehr schön. Pass auf, Kevin, wir hatten gestern folgendes Ding, ja? Wir haben so bei Patrick eine Leckmaschine gebaut, so als Joke, okay? Weil wir halt wieder, wenn Patrick wiederkommt, wollen wir halt, dass er sich einloggt und sein PC abstürzt, ne? Ja. Kann man halt ausmachen, ist voll funny so. Das Ding ist aber, dass Rotpilz uns dann einfach angegriffen hat, weil wir waren auszusehen bei ihm unten, wir wussten nicht, dass er da gebaut hat, sind so runtergegangen und hat uns dann angegriffen und Joecraft einfach umgebracht und dann hat Basti gestern noch bei Rotpilz sprengen müssen. Und der hat auf jeden Fall gestern gesagt, wir nehmen euch alles weg, wir nehmen euch komplett auseinander. Ich werde jetzt bei Rotpilz eine Sprengfalle bauen, Kevin. Und danach bauen wir die Leckmaschine weiter, also ich baue die weiter. Ich werde eine kleine Sprengfalle bei ihm bauen. Rotpilz streamt nämlich nicht, das heißt, er kann gar nicht gespoilert werden, Leute. Und das ist eine ganz gute Geschichte tatsächlich. Aber warum unsere Treppe? Warum? Bro. Ich habe nichts verbrochen, Junge. Ich bin bisher unschuldig. Frag Chat. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, Alter. Ich weiß es nicht. Junge, wer macht hier andauernd unsere Sachen kaputt? Das fuckt einfach nur noch ab. Same, Bro. Ich bin selber extrem getriggert, so. Wie gesagt, Kevin, oh mein Gott, was war... Guck mal hier, Alter. So unnötig schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ei, wie behindert, Junge. Mann, jetzt kann ich das alles per... Ey, wie affig, Mann. Wer war das, Leute? Wer war das bei mir im Haus? Was ist denn da? Ich habe überall diese Dracheneier hier, Alter, bei mir im Haus. Stegi wahrscheinlich. Sau nervig, Alter. Für den Fall der Fälle, wenn er mir auf den Sack geht, habe ich schon was vorbereitet, weil ich habe Stegi letztens vorgewarnt. Ich habe ihm gesagt, wenn er der Meinung ist, er muss bei mir anfangen, Theater zu machen oder zu trollen, dann legt er sich mit dem Falschen an. Ich habe im End so viel Obsidian abgebaut, wenn er mir auf den Sack geht, baue ich sein ganzes Grundstück mit Obsidian zu. Alles. Du weißt, wie krank ich bin, Revi. Kevin, das Ding ist, dir ist alles egal in diesem Projekt. Ja, das interessiert mich. Der kann mir tausendmal androhen, der sprengt mein Lager und so. Dann mache ich das wie Patrick. Dann komme ich nur noch online, jeden Tag nur noch, um Stegi zu nerven. Dann komme ich online, farm den ganzen Tag, baue sein ganzes Grundstück. Meine Zuschauer feiern das sowieso. Die freuen sich, wenn ich so einen Content liefere. Und wenn ich rauskriege, wer das mit der Treppe war. Das war Spark? Junge, nein, Leute. Der Typ, der das mit der Treppe war, Junge, der wird keinen Spaß mehr in Craft Attack finden. Hilfst du mir gleich, die Falle bei Rotbild zu bauen? Wir sind eine Allianz, Bro. Junge, du musst. Ohne Witz reden. Ich weiß, Alter, du hast keinen Bock. Warum müssen wir gegen Unschuldige Krieg führen? Gegen Unschuldige? Walla, der hat gestern einfach Joecraft getötet. Was für unschuldig. Ja, Leute, ja aber die sind doch friedlich, die Römer. Dachte ich auch. Vor allen Dingen ist das nicht gut für Rattan. Wer ist Rattan? Ja, das ist den ihr Gott. Und ich bin schon so ein bisschen eine Ratte. Haben die gesagt, dass ich schon so ein bisschen so Rattan sein Untertane bin mittlerweile. Hey Kevin, ich weiß nicht, also das Ding ist, wir haben ja erstmal nur... Ich bin halt nicht gegen dich, ne? Aber ich will auch nicht gegen die kämpfen. Bro, wir haben doch erstmal nur... Wir haben doch, guck mal, nein, Bro, ich bin voll auf deiner Seite. Aber wir haben doch erstmal nur den Beef gegen Rotpilz, guck mal. Und der hat doch gestern verbockt, Alter. Der hat scheiße geworden, weil wir irgendwie bei ihm irgendwas gemacht haben, was ich verstehe. Hat ja, aber einfach... dann lass uns doch erstmal mit Kunga und so verhandeln. Ja, Bro, Kunga will mir Friedensangebot machen, aber ich will bei Rotpilz diese Falle bauen, Alter. Er muss die ja nicht auslösen. Dann lass uns doch mit Kunga das klären, dass sie auf jeden Fall auf unserer Seite sind und dass das mit der Falle quasi eine Bestrafung an Rotpilz ist. Ja, okay, ich baue die Falle jetzt schon mal. Ich muss die jetzt bauen, Kevin. Dann ist das aber keine Strafe mehr. Dann ist das ein Attentat, was du jetzt machst. Attentat, Mattentat oder was, Alter? Alles entspannt. Ich würde es nicht Attentat nennen, Alter. Ich würde sagen, es ist so ein Chillo, weißt du? So ein kleiner. Boah, Junge, ich fühle mich richtig unwohl, ne, bei der ganzen Sache, weil ich weiß, Revi, wenn du irgendwas organisierst, ne, danach bricht das Chaos über einen hier rein. Das ist einfach unvermeidbar. Yeah. Ich weiß jetzt schon, dass wir gleich wieder die halbe Stadt gegen uns haben, weil ja, du jetzt irgendeine Scheiße wieder baust. Nein, nicht irgendeine Scheiße, Bro. Ich baue eine kleine TNT-Falle. Come on, jetzt entspann dich mal, Kevin. Ja. Der muss halt, nein, ich kenne deinen ja klein und passiert nichts und alles ist gut. Und gleich, pass auf, gleich kommen die alle an und wollen einfach nur noch unsere Buden zerbomben. Der muss aber seine Lektion lernen, Alter. Der kann nicht einfach fucking Joecraft umbringen. Holy shit, das macht man nicht. Ja, okay, da gebe ich dir recht, aber ich weiß halt nicht. Ja, gut. Guck mal, Kevin, ich bin gerade schon hier so. Wir chillen ein bisschen, weißt du, was ich meine? Gucken, dass wir eine kleine Falle bauen. So ganz entspannt, weißt du? Ganz entspannt. Ja, wie gesagt, ich kenne deinen entspannt. Nein, ey, 6 TNT. Enough about it, so. Weißt du, was ich meine? Und warum reichen nicht 2 TNT? Ja, es ist, schwierig. Schwierige Frage, wirklich. Kann ich so jetzt erstmal nichts zu sagen. Oh, damn, Bro, hier ist auch überall Redstone drin. Das müssen wir wirklich so bauen. Boah, mich ärgert das wieder mit der Treppe, Junge, ey. Das regt mich so auf, ne? Ja, bei uns ist andauernd was kaputt, ey. Wir bauen es auch, ich versteck's doch so richtig schlecht, weißt du, was ich meine? Versteckst du richtig schlecht. Geh hin und versteck es richtig, richtig bad, Alter. Damit er eigentlich auch sehen muss, dass da irgendwas ist. Der muss sehen, dass da irgendwas ist, Alter.
Kannst du mir nicht erzählen, dass der das nicht rafft? Ich verstecke das einfach sehr schlecht, Alter. Versuche hier nichts anderes an Redstone kaputt zu machen, so. Wir bauen jetzt hier eine kleine TNT-Falle hin. Kommt auf ganz entspannter Basis. Ist okay, Kevin. Du stehst dahinter, hinter der Entscheidung. Ich weiß das. Die Gang ist mein Team. Wenn er das nächste Mal diesen Knopf drückt, Leute, fliegt er sein Panzer in die Luft. Guck mal hier, ganz entspannt, Kevin. Siehst du das? Kleine Falle, Alter. Nichts Wildes. Wenn er das nächste Mal seine Tür aufmacht, fliegen halt hier ein paar TNT in die Luft. Und was? So war es das Problem dabei. Weißt du, was ich meine? Damit er halt einfach nur weiß, dass er halt nicht mit uns sollte, weißt du? Kleine TNT-Falle so. Was macht Fabo hier? Der ist auf unserer Seite, keine Sorge. So, ich schalte die Falle noch nicht scharf, Alter. Und wie hast du dir gedacht, dass, das Ganze zu verstecken, also zu verschleiern? Ich nehme jetzt so... Hast du zufällig Melonenblöcke, Bro? Ich habe keine Melonenblöcke, nö. Geh mal kurz in den Dschungel welche holen. Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Digga, man, du wirst das überhaupt nicht verdecken können so gut. Ich weiß, aber das ist ja nicht schlimm. Er wird es trotzdem benutzen. Er wird sich raffen und er wird es nutzen. Glaub mir. Ja, aber du musst das ja so bauen, Revi, dass er es nicht sieht. Ist doch jetzt so. Ja, wenn jemand hier langläuft und sieht, dass seine halbe Wand aufgebuddelt ist, Bro, mit einer Redstone-Leitung drin. Da standen ja Melonenblöcke, die stelle ich jetzt wieder dahin. Ach, die stellst du wieder davor, die Melonenblöcke. Ja, ja, genau. Ah, okay. Wird dir nicht großartig auffallen. Was Moin. Geht, Fabo? Bro, wie gut bist du mit Rotpilz auf dem Server hier? Ja, wir haben halt Erlaubnis, die Sachen zu nehmen, ne? So eher so neutraler Hase, meinst du, ne? Ja, in Richtung gutes Verhältnis. Okay, gut. Du bist aber mit mir natürlich besser, ne? Klar. ja. Hast du auch nicht mitbekommen, dass ich hier gerade was bei ihm in die Wand gebaut habe, oder? Hä, was denn? Ja, also ich hab nee, super, nur, ich perfekt. Ich bin gerade nur konzentriert auf die Wolle. Hey, Fabo, alles gut. Hier ist nichts passiert. Hier ist auch keine TNT-Falle in seinem Haus. Und wir hatten auch gestern keinen Streit und er hat nicht unschuldige Leute einfach umgebracht. Alles gut. Okay, du hast nichts gesehen, Fabo? Nee, ich auch nicht. Und also, ja. wir chillen so. Du sagst ihm nichts, weißt du. Hältst das für dich so. Wir geben dem auch so ein bisschen, nur kleiner Denkzettel, weißt du? Diesmal sage ich ganz ehrlich, Revi, da musst du dann alleine durch. Und du hilfst mir später so oder so. Ich werde dir nicht helfen, nein, Revi. Wenn nachher wieder die halbe Stadt dich verfolgt und tötet, ja? Und du wieder in deinem Stream am Rumjammern bist, dass du auswanderst aus der Stadt, dann komme ich auch nicht mit, ne? Dann bist du das selber schuld, Junge. Das Problem ist, Kevin, wir haben ja ein Bündnis. Das vergisst du. Ja, aber nicht, wenn du das aggressiv bewirkst, dass du die Stadt verlassen willst. Weil das, was du gerade machst, das ist einfach wieder Selbstjustiz ausüben einfach. Ich mach nur das, was wichtig ist. Wir haben ja einen Polizisten, den Early Boy, wir haben einen guten und zuverlässigen und sehr, sehr bedachten Bürgermeister, ja, Trimax, der sehr hohe Aktivität in diesem Projekt zeigt. Das ist alles gelogen, das weißt du. Warum ist das eine Lüge? Early Boy ist der Polizist, der ist immer da. Und du hast den Bürgermeister Trimax, hast du ja selbst vorgeschlagen. Das ist krass, weil das Ding ist, wir haben halt gemeinsam dieses Bündnis halt gemacht, so damals, weißt du? Deshalb dachte ich eigentlich, dass wir... Ja, ich hätte dir auch, also ich würde auch zu dir stehen und so, Revi, aber das Problem ist, von dir geht immer der Ärger gerade aus. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Fabo, siehst du das auch so? Also. Guck mal, er antwortet dir gar nicht, weil er sich schon gemutet hat, weil der gar keinen Bock hat, da bei dir in diesen Kram mitverwickelt zu sein. So. Wir haben jetzt hier eine kleine Falle gebaut, so. Und ja, alles entspannt. Kleines TNT-Ding. Rotpilz hat gestern rumgeheult, Alter. Und gesagt: Hilfe, Hilfe, Kunga, ich werde angegriffen. Bitte hilf mir, Kunga, starker Kunga, komm bitte. Ah, töte Joecraft für mich so auf richtig ehrenlos. Weißt du, was ich meine? Und dafür, Kevin, kriegt er jetzt die Breitseite von mir. Okay, warte mal. Basti war ja gestern irgendwie mit in die ganze Situation verwickelt. Basti hatte auch gestern richtig Stress mit Rotpilz, Bro. Basti hat gestern bei dem auch schon gesprengt. Basti ist dein Mitbewohner. Guck mal, alle deine Leute, die gut mit dir sind, haben Beef mit diesem Kerl. Und du sagst, ah, ich halte mich raus. Das wäre so, wie wenn ich auf der Straße niedergestochen werde und du rufst nicht mal die Polizei. Ja, das würde ich nicht. Oh yeah, Bro, die Leckmaschine ist working. Babys, macht's gut. Oh, tschüsschen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Außer dich, Romatra, du Penner. Hey.